Hey Leute, wieder einmal geht das Jahr zu Ende und das hier ist mein Drama hier, damit ihr einfach mal sehen könnt, was so bei mir passiert ist. Letztes Jahr um diese Zeit war ich mega stolz auf meinen Kanal, auf meine 2000 Abonnenten und auf euch, weil ihr einfach so toll hinter mir gestanden habt. Gleich am Anfang des Jahres stiegen meine Abonnenten schneller als sonst und nachdem ich bei Mr. Trashback bei Good to Know You vorgestellt wurde, hatte ich schnell weitere Zuschauer gefunden. Danke nochmal an dich, Phil, du bist wirklich total klasse. Im März lernte ich dann Steve kennen, der mir von seinen YouTuber-Treffen in München erzählte. Es war wirklich toll zu sehen, dass es in meiner Umgebung jede Menge YouTuber gibt, die auch das gleiche Hobby haben wie ich. Schließlich wuchs die Elite immer weiter und dann durchbrach ich endlich meine 10.000 Abonnenten. Ich war einfach so mega glücklich, so viel geschafft zu haben. Immerhin bin ich doch einfach nur irgend so ein Typ aus Bayern ohne Großkontakte oder sonst irgendetwas. Zuerst dachte ich, das Tollste in diesem Jahr wäre mein Zeugnis gewesen, weil ich mich einfach so viel verbessert habe. Mein Leben lang war ich immer ein Dreier- oder Vierer-Schüler und plötzlich hatte ich nur noch Einser und Zweier. Doch dann kam der Videoday. Mann, war das geil! Köln ist eine wunderschöne Stadt und ich habe mich in den 3 Tagen wirklich sehr wohl dort gefühlt. Ach ja, und das sollte gerade der Dom sein. Und der Videoday, es war unglaublich, wie viele von euch dort waren. Es war schön, euer Feedback mal persönlich zu bekommen und nicht nur als Kommentar. Ohne Scheiß, damit habt ihr mir so richtig viel Kraft gegeben, einfach weiterzumachen. Auf der Aftershow-Party konnte ich viele große YouTuber kennenlernen und die großartigste Begegnung war wirklich Cengiz. Er war der einzige große YouTuber, der mich erkannte und mich mit "Bist du nicht dieser CEO?" angesprochen hat. Gott, diesen Satz werde ich nie wieder vergessen. Als ich auf der Party da so stand und mich umsah, mit wem ich hier im Raum war, war ich total baff. "CEO, du hast vor einem Jahr einen Kanal aufgemacht und dir eine Kamera gekauft. Jetzt schau mal, was daraus geworden ist. Ihr müsst wissen, dass ich nie in meinem Leben für etwas so sehr gekämpft habe. Und nun erkenne ich, wie sehr sich das lohnt." Mit neuer Motivation kehrte ich nach München zurück und legte mich sofort ins Zeug. Ich suchte mir YouTuber, mit denen ich ein gemeinsames Video machen konnte. Nicht unbedingt nur, um neue Zuschauer zu bekommen, sondern um auch mehr in diese YouTube-Szene reinzurutschen. Es gibt auch immer wieder Tage, an denen ich die Kraft verliere. Ich frage mich, warum ich eigentlich täglich mit dem Schneiden meine Zeit verspiele. Das sind Tage, an denen ich Rückschläge erleide, weil ein Video einfach nicht gut ankam. Oder Leute, die sagen, dass was ich auf YouTube mache Müll sei, weil es einfach 0815 Zeug sei, was es schon 1000 Mal auf YouTube gegeben hat. Hör doch lieber auf und spar dir die Mühe, wird mir gesagt. Sowas zieht dann schon richtig krass runter, aber es gibt ein paar Fakten, an denen ich mich immer festhalte. Letztes Jahr hatte ich doch 2000 Abos, jetzt sind es fast 19.000, das ist fast eine Verzehnfachung. In einem Jahr habe ich mich von 7.000 Aufrufen im Monat auf 110.000 verbessert. Das ist einfach eine Leistung. Es ist zwar nicht weltrekordverdächtig, aber trotzdem einfach was Tolles. Kleinere YouTuber fragen mich oft, wie ich das geschafft habe, also was mein Geheimnis ist. Mein Geheimnis ist die CEO-Elite. Auf YouTube gibt es nichts Wichtigeres als die Community. Nur dank euch gibt es diese Steigerung. Nur dank euch bin ich bei dem 1.31 Video-Wettbewerb weit auf Platz 1. Noch ist die CEO-Elite eine kleine geheime Community auf YouTube, aber ich glaube, 2015 wird man mehr von uns hören. Ich glaube, 2015 werde ich mich weiterhin verbessern, um noch lustigere Unterhaltung für euch zu schaffen. Ich will mehr von euch Verrückten auf dem Tuber-Day oder Video-Day kennenlernen. Noch nie in meinem Leben hatte ich eine so große Leidenschaft. Nie habe ich mich so lange für eine Sache begeistert. Also warum sollte ich mit YouTube aufhören? Ihr, der mich unterstützt, sei es Zuschauer oder YouTuber, ist ein Freund von mir. Und ich hoffe, dass ihr mich auch das nächste Jahr begleitet. Ich glaube, wir können echt gespannt sein, was 2015 aus meinem Kanal wird. Was meint ihr, was wird passieren? Also wenn ihr mich fragt, eigentlich kann es nur nach vorne gehen mit euch. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hier geht's zum letzten Drama Year oder zu meinem letzten Video, How to be a Großmaul. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes Fest und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube und eine schöne Zeit. Ciao!